Willkommen zurück zu Gothic. Wie man sieht, habe ich hier die drei Äxte und dann ganz viele grobe Schwerter. Den da habe ich schon komplett ausgenommen. Oh, schönes Gewitter. Aber der Herr Fortuna da drüben, der hat sicherlich noch ein bisschen Geld für mich. Scheinbar ist er aber um diese Zeit nicht. Ach doch, da ist er drin. Hat er vielleicht irgendwas hier rumliegen? Was vielleicht bei mir besser aufgehoben wäre? Schade, sieht nicht so aus. Aber ich kann bestimmt mit ihm... Hey, du! Du lernst schnell! Hey, du! Du hast da drinnen nichts zu suchen. Aber von außen kann ich ihn ansprechen. Alles klar. Was hast du für mich? Hier, nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest. Ja, das kennen wir ja schon. Ja, richtig. Warum das gerade kam? Weil ich nach der Schmiede die Folge schon mal aufgenommen habe und mein Mikrofon aus war. Ich will handeln. Was will... Und deswegen musste ich das Ganze mal wieder nachstellen. So blöd, wie ich bin. Brauche ich Sumpfkraut? Ich behalte es mal. Wer weiß. Das geht so nicht. Ich will die Grafikfehler nicht haben. Ich will handeln. Was will... Ich will... Ah, was ist denn da los? Vielleicht geht's ja am nächsten Tag. Und schlaf jetzt mal noch eine Runde drüber. Genau. Wie gesagt, ich habe mein Mikrofon ausgemacht während dem Schmieden. Warum auch immer. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Ich hatte irgendeinen Grund, den ich nicht mehr weiß. Aber letzten Endes habe ich dann... Tritt näher! Hier gibt es ein Willkommensgeschenk für jeden. Ja, letzten Endes habe ich es dann halt versaut. Indem ich das Mikrofon... Ich will handeln. Was will... ...nicht mehr angemacht habe. Und ja, als ich die Aufnahme dann weitergeführt habe. So, das Zeug, das kann ich bestimmt im neuen Lager gewinnbringend verkaufen. Und ich sehe gerade, ich habe ja schon Sachen im Wert von 200. Vielleicht sollte ich dann die Flügel, weil die ja so schön klein... Also weil die nur 15 wert sind, erstmal mir bewahren, um kleinere Lücken zu schließen. Kleinere Geldlücken. Boah, das gibt alleine schon 160, so eine Axt. Verkaufe ich doch mal eine. 217. Ja, siehst du? Und jetzt habe ich ein Problem. Jetzt brauche ich nämlich noch genau 20. 233. Na, was soll's. Das ist in Ordnung. Da bin ich dabei. So, und jetzt sollte das mit Alt... Nein, also mit Alt ist Springen. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ah, das funktioniert. Steuerung Shift, okay. Das funktioniert. Okay, vielen Dank, Zwergesel, für diesen Hinweis. Ich dachte, das würde nur in Gothic 2 funktionieren. Und ich dachte, ich hätte das ausprobiert, aber wahrscheinlich habe ich dann einfach die falsche Kombination nur ausprobiert. So, wie komme ich jetzt hier raus? Das dürfte hier drüben sein, ne? Habe ich schon erwähnt, dass ich das Sumpflager ziemlich unübersichtlich finde? Ich glaube ja. Hab ich mit dem da schon gequatscht? Guck mal, da ist doch... Hey, da ist doch einer aus dem alten Lager. Hi. Du bist nicht aus diesem Lager, oder? Jetzt schon. Ich bin vor einer Woche aus dem alten Lager abgehauen. Hab meinem Kumpel Dusty gesagt, er soll mitkommen. Aber er wollte lieber noch warten. Dusty. Irgendwoher kenne ich den Namen. Das könnte natürlich einer sein, den ich jetzt dazu bringen könnte, seinem Freund zu folgen, hier rüber zu kommen, um dann den Baal, von dem ich mittlerweile, weil ich die alten Folgen nochmal durchgeguckt habe, endlich wieder weiß, wo er rumsteht, Erfahrung zu sammeln. Die laufen aber auch sehr gemeinsam, brüderlich. Ich weiß nicht, ob es der war. Es gibt
es gibt, soweit ich weiß, hinter einem Wasserfall eine Höhle mit Dingen drin. Bin mir jetzt gerade aber auch nicht mehr sicher, ob das Gothic 1 oder Gothic 2 war. Na, wie dem auch sei, ich habe Stufe 4, mir fehlt noch ein bisschen Erfahrung. Ich habe, was ist da bitte gerade passiert? Warum ist der im Hintergrund weitergelaufen? Keine Ahnung. Ich habe 10 Stärke, ich bräuchte nur noch ein bisschen mehr Stärke. Dann würde ich 29 statt 20 Schaden machen. Vielleicht hätte ich dann ja auch mal eine Chance gegen Lefty. Das heißt, ich werde jetzt meine 20 Lernpunkte auf die Jagd und 10 Stärkepunkte verteilen. Warum 10? Naja, das ist ein Paket. Das mache ich einmal und dann ist gut. Bis ich dann zum neuen Lager komme, um dann Wolfsfälle und so weiter zu lernen, sollte ich ja dann eigentlich noch mal ein paar Lernpunkte dazu bekommen haben. Wie muss ich denn da jetzt genau laufen? Doch, das war hier genau um den Wald außenrum. Ja, passt. Hier war das. Ja, nicht nur das Sumpflager selber ist unübersichtlich, auch der Weg zwischen Sumpflager und altem Lager. Da gibt es halt im Gegensatz zum Weg zwischen dem neuen und alten Lager nicht so den einen Weg, den man folgen kann, weil er so ein bisschen ausgetrampelt ist, sondern es gibt halt hier um den Wald rum, man kann durch den Wald rum, man kann anders um den Wald rum. Ja. Aber keine Sorge, die Laufwege hier in Gothic, die sind eigentlich nur am Anfang so richtig lange. Im Laufe der Zeit kriegt man auch Teleportationsrouten, wo man sich dann an verschiedene Stellen in der Welt teleportieren kann. Zumindest erinnere ich mich daran. Also im Zweier geht es auf jeden Fall, aber ich meine, auch im Einser ist das der Fall, dass man sich da dann relativ schnell einfach von A nach B teleportieren kann und ich weiß gar nicht, ob es Mana kostet oder nicht. Aber Mana wird nicht das Problem sein. Es gibt genug Kräuter und Tränke, die man finden oder kaufen kann, die Mana wieder herstellen. Also im Gegensatz zu anderen Spielen ist die Magie in Gothic nicht wirklich so sehr beschränkt. Da kann man schon einiges zaubern, einiges raushauen. So, und da sind wir jetzt wieder zurück in... Oh, nee, nicht Jekyll. Wobei, nee, Jekyll war nett, gell? Ich konnte schon mit Jekyll eine Runde. Ach so, nö. Dachte, da will ich nochmal ansprechen. Lass mich vorbei! Was denn? Nicht so unfreundlich. Ich hab dich gerade nett gegrüßt. Ich dachte, der will mich jetzt vielleicht nochmal ansprechen auf die 10 Erz Schutzgeld. Wollte dem vorankommen. Ja, genauer gesagt, hatte ich Angst, dem Bloodwind zu begegnen und dachte, vielleicht kann ich ja mit Jekyll reden, um es zu verhindern. Erstmal handeln. Zeig mir deine Ware. Yabby. Was hast du denn für mich? Grafikfehler. Grafikfehler. Was ist? Wundorn, ey, der ist schlechter als das, was ich habe. Brauche ich alles irgendwie nicht so, ne? Ich habe das Rezept, das du wolltest. Sehr gut. Zeig her. Gut, jetzt kann ich die Tränke selber herstellen. Bist ein guter Mann. Werde Diego von der Sache erzählen. Dir, nimm das für deine Mühen. Ja, genau. Erz war, glaube ich, ein bisschen ausgemacht. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob er mir wirklich Erz gegeben hat oder wie viel. Aber das hat er bestimmt getan. Ich habe ihn ja schließlich zugebracht am Anfang. Bestimmt. Wird schon passen. So, jetzt müsste ich eigentlich nur noch Visa, Dusty suchen. Zeig mir deine Ware. 5 Pfeile, sonst nix. Nee. Da sitzt immer noch Whistler? Ja. Vor dem nehme ich mich lieber mal ein bisschen in Acht. Keine Ahnung, der ist ja bestimmt sauer. Hey, Dusty! Ich war am Lager der Sekte und habe Melvin getroffen. Und? Was sagt er? Es gefällt ihm anscheinend besser, als sich von den Gardisten schikanieren zu lassen. Hey Mann, er hat den ganzen Spaß ohne mich? Ich muss dahin.
aber ich komme nie aus dem Lager raus. So? Warum nicht? Die Gardisten haben spitz gekriegt, dass ich mich verdrücken will. Schätze, ich habe zu viel geredet. Ich bräuchte mindestens 100 Erz, um die Wachen zu bestechen. Hi, ich bin neu hier. Wie sieht's aus? Ach, hör auf. Ich habe die letzten 2 Wochen in den Minen geschuftet. Und wofür? Ein paar lausige Brocken Erz sind mir geblieben. Das meiste ging für Essen drauf. Ich habe mich mit Baal Parves da unten unterhalten. Er hat mir ein paar interessante Sachen über das Lager der Sekte erzählt. Ich glaube, ich sollte besser zu denen gehen, als mir weiter für Gomez den Rücken krumm zu schuften. Okay. Da kriege ich doch bestimmt einiges an Erfahrung. Und so viel brauche ich ja jetzt nicht mehr. Was wäre, wenn ich dir die 100 Erz für die Wachen geben würde? Das würdest du tun? Warum? Nun, sagen wir mal, du bist nicht der Einzige, der dein dummes Grinsen gerne im Sektenlager sehen würde. Soll das heißen, du willst mit mir dahin gehen? Na klar, komm mit. Ich werde mit dir zum Sektenlager gehen. Gut, Mann, ich bin bereit. Wir können los, sobald du soweit bist. Aber vergiss nicht, wir brauchen 100 Erz für die Wachen. Ja, nein. Ich bin bereit, lass uns gehen. Mist. Okay, lass uns durchs Südtor gehen, auf keinen Fall durchs Nordtor. Die Wachen dort lassen sich garantiert nicht bestechen. Und die Sache mit dem Erz regelst du am besten. Ich bin nicht sehr gut in sowas. Gut, also los. Kann ich mich jetzt wieder absetzen? Nein, kann ich nicht. Okay, das war gerade blöd. Da hat es mal wieder gerade doppelt geklickt, statt einfach. Ich wollte nämlich zwischendurch noch die ganze Lerngeschichte erledigen. Aber gut. Wer kann die hier noch gleich beibringen, stärker zu werden? Ach so, niemand, ne? Ah, gut, spätestens beim neuen Lager gibt es ja den... Ach nein, warte mal, dem muss ich sagen, warum er mir das beibringen soll. Mist. Wo kann ich denn hier stärker werden? Weiß ich gar nicht. Lass uns lieber los. Ach, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Stärker zu werden. Nö. Die Torwachen waren's, gell? Ja. Halt! Wo soll's denn mit unserem Freund hier hingehen? Wir machen einen kleinen Spaziergang. Hier sind 100 Erz. Ich hab nichts gesehen. Das ist so typisch altes Lager. Korrupt durch und durch, aber hey, wir sind die Guten. Aber ich wiederhole mich. Ist der Typ jetzt eigentlich hinter mir? Warte mal, das geht auch so. Ja, da ist er. Okay, dann bringe ich den halt mal ins Surflager. Und dann werde ich bei dem... Ja, mal gucken, was sein Kumpel dazu sagt. Und dann bei dem Baal. Ich glaube, ich weiß wieder, wo der rumsteht. Bei dem Baal die Erfahrung abstauben. Aber wirklich dann geht's wirklich weiter im alten Lager. Bis dahin sollte auch die Prüfung des Vertrauens, das wäre das nächste, was anfällt, möglich sein. Die ich dann von Diego was, glaube ich, kriege. Und dann werde ich hoffentlich irgendwas Wertvolles bekommen, das ich natürlich dann ans neue Lager verraten kann oder verkaufen kann. Im Gegenzug für meine Aufnahme. Oh, Scavenger. Ich leg mich mal lieber noch nicht mit denen an. Wer weiß, ob der... Also ich weiß, wenn ich den Leuten folge, dann um die kämpfen, dann kriege ich die Erfahrung. Aber ob ich die Erfahrung auch kriege, wenn der Typ, der jetzt mich verfolgt oder mir folgt, kämpft? Keine Ahnung. Aber da ist er. Sehr gut. Ja. Keine Ahnung. Deswegen lasse ich es einfach mal. Und werde dann auf dem Rückweg vielleicht mal ein bisschen Action noch einlegen. Damit die ganze Folge hier nicht nur aus Hin- und Herlaufen besteht. Es gibt Cheats in Gothic. Man kann hier cheaten. Zum Beispiel, oder unter anderem gibt es einen Cheat, um sich 1-2 Meter nach vorne zu teleportieren. Wie seht ihr das denn?
Soll ich das benutzen, um die Laufwege abzukürzen? Oder seid ihr eher so, wie ich da meinte, Cheats sind doof und sollte man nicht benutzen? Schreibt mir doch einfach mal einen Kommentar dazu. So. Nee, wir sind schon da. Okay, wo muss ich den jetzt hinbringen? Zu Melvin oder zu dem Baal? Melvin wäre dann doch hier irgendwo, oder? Nein, nicht hier. Ich höre nicht mehr. Ach, da war das genau. Da sind die drei. So, hey, Melvin. Ich kenne Dusty. Hab mich kurz mit ihm unterhalten. Wenn du ihn nochmal triffst, sag ihm, er ist schön blöd, dass er da geblieben ist. Wenn das hier nicht 10-mal besser ist, als sich im alten Lager von den Gardisten schikanieren zu lassen, dann weiß ich's auch nicht mehr. Werd's ihm ausrichten, wenn ich ihn nochmal sehe. Er ist doch da. Was? Ich bin bereit. Lass uns gehen. Okay. Lass uns durchs Südtor gehen. Ja, das... Und die Sache... Ja. Gut. Ja, das kenne ich doch alles schon. Hast du sonst nichts zu sagen, obwohl wir jetzt da sind? Okay, dann muss ich den jetzt also wohl doch zu den Baal bringen. Folgst du mir eigentlich? Ja, du folgst mir. Okay. Ich weiß so ungefähr, wo der Typ ist, aber ich weiß gerade nicht genau, wie ich da hinkomme. Andererseits gibt es hier gerade auch nur eine Möglichkeit. Ich meine, der war da hinten. Ich laufe ziemlich genau drauf zu. War das nicht da? Früher wäre das ganz anders. War das nicht da hinten? Doch, genau. Da ist es doch. In diesem großen, überdachten Teil hier. Genau. Wo kommt das? Nein. Das kenne ich auch alles schon. Ich habe ja jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Geht doch. Wen bringst du zu mir? Ist er würdig? Er bedarf sicherlich noch eurer geistigen Führung, Meister. Von heute an soll er zu meinen Schülern zählen. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Will ich aufgenommen werden? Ich sag's einfach mal. Meister, ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich brauche eure Stimme. Du hast dich als würdig erwiesen. Cor Kalom soll dir die Robe geben. Okay. Nee, das habe ich jetzt nicht vor, aber... Cool, 500 Erfahrung. 30 Lernpunkte. Gibt's, Dingens hier Lehrer im... Nö, hab ich keine. Hier gibt's keine Lehrer. Und ansonsten, nee, kann ich hier nichts lernen, ne? Aber ich sehe gerade, die Folge das ist gerade schon wieder 20 Minuten lang. Nee, ich mache jetzt keine Quest mehr hier im Sumpflager. Das war jetzt endgültig genug. So, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's dann vor dem Südtor des alten Lagers weiter. Tschüss.